Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute reden wir über den Goldrausch und über die Schaufelverkäufer. Wer jetzt allerdings denkt, dass es heute um das Thema Gold geht, ja, der liegt eigentlich nur ein ganz klein wenig richtig, sondern heute soll es mal um einen Goldrausch gehen, den es in vielen Branchen gibt und wie man davon als Anleger am allerbesten profitieren kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, wir reden darüber. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber als ich ein Kind war, habe ich mit großer Begeisterung gelesen, viele, viele Bücher. Und was einer meiner Favoriten damals waren, das waren die Bücher von Jack London. Jack London, da klingt es vielleicht bei dem einen oder anderen, das war ein Romanschriftsteller. Ich glaube, er war zu seiner damaligen Zeit auch Journalist. Und er hat einige sehr, sehr berühmte Geschichten oder Stories geschrieben über den Goldrausch am Klondike River in Kanada. Da gab es um 1896 einen riesengroßen Goldrausch. Es gab ja in Nordamerika, also in den USA und in Kanada, gibt ja manche Leute, die legen da ja ganz viel Wert drauf, dass Nordamerika nicht nur USA ist, aber es war tatsächlich Nordamerika, also in den USA und auch in Kanada. Da gab es ja mehrere solche großen, wie nennt man die Mehrzahl von Rauschräusche? Ne? Also auf jeden Fall gab es dreimal einen Goldrausch, Kalifornien und dann eben mehr im Norden oben. Und einer war von eben, wie gesagt, 1896 am Klondike, wo eben wirklich Tausende und Abertausende von Menschen hinzogen, weil man Gold gefunden hatte und weil jeder natürlich darauf gehofft hat, schnell reich zu werden. Also hunderttausende Menschen, glaube ich, waren es, die sind da hingezogen, haben sich da wirklich ihr letztes Erspartes zusammengekratzt, haben sich Ausrüstung gekauft, haben dann irgendwo so einen kleinen Claim sich abgesteckt und haben dann angefangen zu buddeln, immer in der Hoffnung, dass sie vielleicht so ein paar Nuggets finden, die sie dann reich machen. Ja, und tatsächlich ist es einigen auch gelungen. Einige sind tatsächlich reich geworden, die Masse allerdings, die hat natürlich Geld verloren. Das ist so ein bisschen so wie heute beim Lottospielen. Ne? Auch da gibt es immer mal wieder den einen oder anderen Glücklichen, der da irgendwie hier mit 5 Euro unterwegs ist, sich ein Los kauft und dann Millionen gewinnt, aber die Masse verliert da. Aber wenn viele, viele Menschen verlieren, muss es auch immer ein paar Gewinner geben. Und wie war denn das damals beim Goldrausch? Wer hat denn da gewonnen? Naja, und da waren die quasi das Umfeld, das Biotop ringsherum betrieben haben. Also kann man sich so vorstellen, in so einer Westernstadt damals, wer auch schon mal in Amerika war oder auch in Kanada, wer sich das mal angeschaut hat, super spannend, da wurde quasi mitten im freien Feld irgendwie so eine Stadt aufgebaut. Naja, und da gab es dann halt das Übliche. Da gab es den Saloon, wo also die armen Teufel, die da waren, abends ihr Geld hingebracht haben, um es zu vertrinken. Da gab es ein Bordell. Und dann gab es natürlich auch wirklich die, im wahrsten Sinne des Wortes, Schaufelverkäufer, die also die Ausrüstung verkauft haben. Naja, und jeder, der hinkam und irgendwie da buddeln wollte, der brauchte halt eine Schaufel, eine Hacke und ein bisschen Zeug. Und deswegen war eigentlich das cleverste Geschäftsmodell, was man damals machen konnte, nicht nach Gold zu suchen, sondern all denjenigen, die suchen wollten, eine Schaufel zu verkaufen. Und da kommt ja auch der Begriff Schaufelverkäufer, den es ja heute auch noch gibt. Und jetzt kommen wir mal zur heutigen Zeit. Heute gibt es ja auch noch in ganz, ganz vielen Branchen einen Goldrausch. Und viele Anleger machen jetzt immer noch den Fehler, dass sie sagen, okay, ich möchte auf die Firmen setzen, die in diesem Goldrausch richtig die ganz großen Treffer landen, die Nuggets finden. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise uns das mal anschauen, wir können mal ein paar verschiedene Branchen nehmen. Wir nehmen mal beispielsweise jetzt die Branche Biotech, also Biotechnologie. Und klar, wenn du da irgendwie heute etwas findest, wenn du eine der Zivilisationskrankheiten besiegen könntest, also beispielsweise jetzt Krebs und natürlich ist klar das ganze Zeug wie Corona oder so, dann machst du natürlich unendlich viel Geld. Das Problem ist nur, es gibt halt Tausende und Abertausende Firmen, die daran forschen. Und es ist im Grunde genommen fast schon ein Glücksspiel, die richtige Firma zu finden, die dann gerade diesen Glückstreffer erzielt. Ne? Wie willst du als Aktionär, wenn du da nicht dabei bist, das herausfinden? Selbst die richtig drin sind im Thema, liegen ja häufig falsch. Was könntest du aber machen? Du könntest einen der Schaufelverkäufer kaufen. Zum Beispiel jemand, der die ganzen Labors ausstattet, der die medizinische Ausrüstung hingibt und so weiter und so fort. Mir fällt da jetzt beispielsweise so jemand ein wie Danaher oder auch Thermo Fisher, ne, die in diesem Bereich unterwegs sind.
Werden die jemals eine Meldung veröffentlichen, dass sie ein Mittel gegen Krebs gefunden haben? Mhm. Werden sie nicht. Werden sie jemals eine Meldung veröffentlichen, dass die ein Mittel gefunden haben gegen Corona? Nein, werden sie nicht. Verdienen die trotzdem an diesem ganzen Hype mit? Wie verrückt. Ne? Und das heißt, anstatt jetzt zu sagen, ich suche mir eine dieser Biotech-Firmen aus, kauf dir den Schaufelverkäufer, kauf dir eine dieser gerade genannten Aktien. So, gleich an dieser Stelle, das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass ihr jetzt losrennt und die hier genannten Aktien kauft. Mir geht es um den Sinn dahinter, dass ihr versteht, wie man eigentlich an Investments herangeht. Schauen wir uns noch eine weitere Branche an. Was nehmen wir noch? Handel. Ne? Was ist der Trend, der schon seit jetzt vor 25 Jahren angefangen hat und jetzt immer, immer größer wird? Richtig, Onlinehandel. Ne? Onlinehandel ist das große Ding. Und klar, da fällt einem natürlich heutzutage Amazon ein, das ist ganz klar. Und wenn ich zurückdenke an die Dotcom-Blase, also Ende der 1990er Jahre, da gab es aber Tausende und Abertausende von Anbietern von kleinen Shops, die im Internet irgendwas verkauft haben. Und Amazon war damals auch ein ganz kleiner. Und naja, da konnte man damals auch Glück haben, konnte die Amazon kaufen. Oder man hat einen der 999 anderen gekauft, die mittlerweile alle pleite sind. Was man aber kaufen konnte, waren die Betreiber, die also die technischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. So, und heute gibt es wieder sowas. Ne? Ich sage mal nur hier, ich zeige euch mal so eine Aktie. Zum Beispiel, ich blende sie euch auch mal mit ein, haben wir gerade hier hinten, Shopify. Ne? Verkauft Shopify selber irgendwelche Produkte? Die stellen nur eine Plattform zur Verfügung, wo eben ganz viele andere Leute was verkaufen können. Das heißt also klassischer Schaufelverkäufer. Alle möglichen Leute versuchen über Shopify was zu verkaufen. Jemand wie Kylie Jenner beispielsweise, die verkauft ihre Kosmetikprodukte über einen Shop von Shopify. Das ist eine derjenigen, die das Goldnugget gefunden haben. Die ist damit steinreich geworden. 100.000 Millionen andere haben einen Shop über Shopify. Verdienen die was? Die verdienen überhaupt nichts. Aber Shopify verdient an jedem Shop, der darüber läuft, einfach was mit. Das heißt, klassischer Schaufelverkäufer. Andere Branche. Was ist in der Finanzbranche in den letzten Jahren der größte Hype gewesen? Nein, nicht Coaching, sondern ETFs. ETFs ist der allergrößte Hype in den letzten Jahren gewesen. Jeder, aber wirklich jeder, hat dieses Thema heutzutage im Bewusstsein, der sich einfach nur ein bisschen für das Thema Börse interessiert. So, und jetzt gibt es viele, viele Menschen, Investoren, die ETFs kaufen, in der Hoffnung, das Goldnugget zu finden, den besten ETF zu finden, den besten Einstiegszeitpunkt und so weiter und so fort. Aber wer ist denn derjenige, der immer mit dran verdient? Ganz genau, der Anbieter dieser ETFs. Und wer ist da einfach momentan der Beste, der Größte? Ganz klar, das ist BlackRock. Und wenn wir uns mal BlackRock anschauen, und auch hier zeige ich euch mal den Chart, dann seht ihr, auch die brechen gerade zu neuen Hochs aus. Warum? Weil die mittlerweile so riesig sind, weil die so viel Geld verwalten, dass die mittlerweile ein wahnsinnig skalierbares Geschäft haben. Und wir wissen, dass auch in den nächsten Jahren wird weiterhin viel, viel Geld in diese ETFs hineinfließen. Die werden immer mal ein bisschen umbauen, da wird es immer mal neue Trends geben. Ne? Da geht es eben jetzt in die Nachhaltigkeit hinein, Green Investments und so weiter und so fort. Spielt alles keine Rolle. Wichtig ist nur, es fließt immer mehr Geld da rein. Und wer profitiert? Richtig, der Schaufelverkäufer BlackRock. Und das heißt, bevor du jetzt anfängst und sagst, ich kaufe mir da jetzt irgendwie den ETF oder den, kauf dir doch einfach den Schaufelverkäufer. Als ich übrigens damals bei der als Versicherungsmakler gearbeitet habe, viele, viele Jahre jetzt schon her, haben wir auch immer gesagt, hey, bevor du dir eine Lebensversicherung kaufst bei der Allianz, kauf dir lieber die Allianz-Aktie. Das war damals richtig und das ist heute bei ETFs genauso richtig. Machen wir noch eine dritte. Was ist heute ein großes Thema im Bereich Internet, Technologie, über was reden da alle? Richtig, die Cloud. Ne? Alles kommt in die Cloud. Cloud, das ist das Größte, was es gibt. Da gibt es viele Anbieter mittlerweile und jeder versucht auch irgendwie was zu machen. Und wenn du dir heute mal sehr genau anschaust, was gibt es zum Beispiel für IPOs, also welche Firmen gehen an die Börse? Da hatten wir vor kurzem ja erst Snowflake, ne? Auch ein Cloud-Anbieter wieder, der da auch wieder was ganz Spezielles macht. Dann gibt es die Großen wie IBM, Amazon, Microsoft und so weiter, die da alle mitmischen. Wer gewinnt am Ende? Es gibt ein paar große, aber ganz, ganz viele Tausende von Kleinen, die da mitmischen. Und natürlich möchte jeder jetzt den Gewinner finden. Aber ist das wirklich so sinnvoll? Und vor allen Dingen, ist es denn überhaupt machbar, da den nächsten großen Cloud-Gewinner zu finden? Oder aber,
wäre es nicht viel einfacher, mal zu überlegen, was brauchen eigentlich alle, die irgendwas in der Cloud machen? Und da kommt man relativ schnell darauf, die brauchen zum Beispiel Serverformen. Also das heißt, die brauchen Anbieter, wo sie ihre ganzen Server reinstellen können. Und da gibt es in Amerika eine ganze Menge, die findet man bei den Reeds. Und einer davon, den zeige ich euch schon mal hier, und auch das keine Empfehlung, sondern soll nur ein Hinweis sein, das ist American Tower Corporation. American Tower Corporation, die machen jetzt nicht nur, Serverformen, sondern die stellen auch diese ganzen Masten auf, wo das dann übertragen wird und so weiter. Ne? Aber es passt alles auch mit zum Thema Cloud hinein, weil es muss ja alles übertragen werden. Wir könnten jetzt noch ein paar andere nehmen, wenn ihr einfach mal sucht, Equinox und so weiter, dann werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar finden. Und das zeigt eigentlich nur, dass man als wirklich erfolgreicher Investor anders denken muss. Ja? Also wenn ihr euch zum Beispiel auch überlegt, es gibt immer so Hype-Themen. Alle paar Jahre, meistens jetzt sogar schon alle paar Monate, gibt es irgendein Thema, was durch die Medien getreten wird, also durch die Börsenmedien. Mal ist es Wasserstoff, mal ist es Lithium, mal ist es Iridium, mal war es vor ein paar Jahren war es Uran, dann war es 3D-Drucker und so weiter und so fort. Es gibt immer irgendein gerade heißes Thema. Biotech natürlich, ne, da gibt es Genscheren und so weiter. Ganz ehrlich, das versteht doch auch gar niemand, der da nicht in dem Thema drin ist. So, und bevor du da jetzt anfängst, und zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf das oder ich suche jetzt das oder ich suche jetzt das. Überleg dir doch mal immer, was brauchen denn all diese Firmen? Was braucht jeder von denen? Und dann kommst du relativ schnell zu den Gewinnern. Und wenn du in die investierst, dann hast du vielleicht nicht den Gewinn, wie wenn du genau diese eine Firma hast, die nach oben durchstartet. Ja? So, also wenn du genau diese eine Firma triffst, die jetzt das nächste Mittel gegen Krebs findet, dann hast du natürlich den Jackpot. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die findest, die liegt aus meiner Sicht bei nahezu null. Es sei denn, du bist Spezialist in diesem Gebiet. Also wenn du zum Beispiel jetzt beruflich in so einem Gebiet sehr stark engagiert bist, wenn du wirklich Fachwissen hast. Aber als Laie und in den meisten Bereichen sind wir alle miteinander Laien, hast du eigentlich keine Chance, außer einem puren Glücksgriff, da mal Geld zu verdienen. So, wie du aber Geld verdienen kannst, ist eben, indem du sagst, okay, was brauchen diese ganzen Firmen? Was müssen die alle kaufen? Und das Verrückte ist, das machen die alle beim Gleichen. Ne? Also der Schaufelverkäufer damals am Klondike River, da gab es keine 50 verschiedenen, wo die Leute hingegangen sind und haben gesagt, ich gucke mal bei dem die Schaufel an und mal bei dem die Schaufel, bei dem kostet 20 Cent weniger und der hat da ein silbernes Schaufelblatt und der hat ein kupfernes Schaufelblatt. Sondern die haben gesagt, hey, ich brauche eine Schaufel. Und wenn die einen gefragt haben, wo kriege ich eine Schaufel her, dann haben die gesagt, hier, geh hinter zum alten Wilson. Beim Wilson bekommst du die besten Schaufeln und dann ist jeder zum alten Wilson gegangen und hat da die Schaufel gekauft und der alte Wilson hat sich totgelacht, was er da jeden Tag von den ganzen Leuten für Geld eingenommen hat. Und so ist es heutzutage auch noch. Und was ich dir als Impuls aus diesem Video mitgeben möchte, ist einfach, versuche anders zu denken. Mach es nicht wie die Masse, die von Mode zu Mode zu Mode rennt. Immer wieder das Gleiche tut. Ne? Immer wieder versucht, den nächsten Highflyer zu finden. Sondern schau einfach, okay, wer steht hinter den Highflyern? Was müssen die alle machen? Und dann findest du einen, der vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ne? Eine Donna her. Eine Thermo Fisher, die waren immer langweilig. Das war nie was, wo du gesagt hast, boah, toll, riesen News oder so. Nein, aber du hast stetig und sehr, sehr gutes Geld damit verdient und das wird auch immer mit den Schaufelverkäufern so bleiben. Und das ist es eben. Du siehst, es ist wieder nur ein anderes Denken, es ist nur ein anderes Herangehen an die ganze Sache. Und wenn sich eben alle Leute noch einen Glaubenskrieg liefern, ob ETFs gut oder schlecht sind, dann sagt er einfach, okay, ETFs werden immer größer, wer verdient mit, BlackRock, kaufe ich halt BlackRock. So, Feierabend. Also ganz, ganz simpel gedacht, muss man jetzt keine große Raketenwissenschaft daraus machen. Und das ist auch das, was wir in unseren Trainings unseren Kunden beibringen. Anders zu denken. Es geht nicht um Strategien, kauf jetzt oder kauf dann oder wenn der kleine Durchschnitt das schneidet oder so. Das sind alles kleine technische Details, die du überall lernen kannst. Es geht um eine andere Art des Denkens. Du musst, wenn du an der Börse Erfolg haben willst, anders denken als alle anderen, weil sonst hast du auch nur die Ergebnisse wie alle anderen. Jetzt sagen immer viele, du musst was anderes machen. Stimmt schon. Aber bevor du nicht anders denkst, kannst du auch nichts anderes machen. Deswegen fang an, anders zu denken. Und entweder du kannst das allein oder du sagst, du machst das in einer Gemeinschaft. Du machst das mit anderen, die anders denken. Bei uns zum Beispiel, wenn du das möchtest. Wenn du das machen möchtest, dann trag dich ein, für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Hier unten steht der Link www.jensraube.de/termin. Trag dich da ein
Und dann kannst du eben mit anderen Unternehmern, mit anderen Selbstständigen, leidenden Angestellten, kannst du mal dich einfach austauschen. Du findest mal eine Community von Menschen, die anders über Börse denken, als das, was du draußen in Foren findest oder sonst überall, sondern welche, die wirklich sagen, hey, Börse ist nicht nur ein Hobby, sondern ich will da richtig Geld damit verdienen. Und nimm diesen Impuls mit, fang an, anders zu denken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.